Hi, hier ist wieder Dr. Karim von der Tierarzt. Heute mit einem ganz besonderen Video, denn dieser Kanal wird nächste Woche ein ganzes Jahr alt. Deshalb möchte ich mit euch einen klitzekleinen Rückblick machen und dann in die Zukunft schauen, was euch hier auf dem Kanal noch erwartet. Außerdem beantworte ich natürlich die Fragen, die ihr mir bei Instagram zum einjährigen Jubiläum geschickt habt. Also, legen wir direkt los. Steigen wir direkt mit der ersten Frage ein, die ein paar von euch gestellt haben. Warum habe ich mit diesem Kanal angefangen? So eine richtig gute Antwort habe ich darauf gar nicht. Im Endeffekt wollte ich von Anfang an meine Faszination für die Tiermedizin mit jemandem da draußen teilen. Und ich hatte Glück, dass um der Tierarzt sich so schnell eine so coole Community gebildet hat. Normalerweise sind die Kommentarspalten von YouTube ja ultra toxisch, aber ich habe echt Glück mit euch. 99% der Kommentare unter meinen Videos sind super sachlich und zwar auch die kritischen. Da wird sich dann in der Sache auseinandergesetzt und man diskutiert und es ist echt spannend. Also was ich eigentlich damit sagen möchte, ist vielen Dank, dass ihr echt cool drauf seid. Drüben bei Instagram ist es genauso. Da habe ich nicht nur den Austausch mit euch Zuschauern, sondern auch mit anderen Science-Fluencern, die in ganz anderen naturwissenschaftlichen Bereichen, genauso wie ich, ihre Faszination teilen. Das ist mega cool. Vor einem Jahr habe ich dann einfach angefangen, Videos zu machen. Da war das hier noch meine Kamera und mein Audioaufnahmegerät und mein Schnittprogramm und alles zusammen. Inhaltlich glaube ich schon ganz gut. Optisch verbesserungswürdig. Hi, hier ist wieder Dr. Karim von der Tierarzt. Diese alten Videos tun mir ein bisschen im Herzen weh, aber ist nicht schlimm, weil es gehört einfach, glaube ich, dazu, dass man sich immer neueres Equipment zulegt und besser wird und dass man dazu lernt und dass die Videos immer cooler aussehen. Und ich bin sehr gespannt, da ich nun mal ein kompletter Gear-Nerd bin, wie die Videos in einem Jahr aussehen werden. Denn es werden sicherlich noch die ein oder anderen Upgrades folgen. In einem Jubiläumsvideo darf natürlich IntroCat nicht fehlen, denn sie ist von Anfang an dabei. Eine weitere häufige Frage ist, ob ich diesen YouTube-Kanal hauptberuflich mache. Und nein, bisher noch nicht. Ich arbeite aber nicht mehr klinisch als Tierarzt, sondern bin seit einigen Jahren freiberuflicher medizinischer Autor. Dann gab es die Frage, wie lange es denn dauert, so ein Video zu produzieren. Und das ist echt ganz unterschiedlich. Manche Videos brauchen für die Recherche ein paar Stunden. Dann nehme ich ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde das Video auf und schneide nochmal zwei, drei Stunden. Das sind dann eher kürzere Videos. Das Video nächste Woche, das hat sicherlich eine Woche gedauert. Da ist dann ein ganzer Drehtag dabei, zwei, drei Tage, in denen komplett geschnitten wird und die Recherche dauert dann auch nochmal ein, zwei Tage. Also es ist schon sehr aufwendig. Aber das Ergebnis lohnt sich, denke ich. Das bringt uns zu der nächsten Frage, nämlich wie es auf diesem Kanal weitergehen wird. Naja, erstmal so wie bisher, es wird jeden Freitag pünktlich zum Frühstück ein neues Video geben, in dem ihr über tiermedizinische Themen informiert werdet. Diese Videos werden aber immer aufwendiger und das Ziel ist es, euch Bereiche zu zeigen, die ihr bisher vielleicht so noch nicht gesehen habt. Dafür starten wir nächste Woche Freitag mit einem super coolen Video, in dem ich eine Zootierärztin im Zoo Duisburg einen ganzen Tag lang begleiten durfte. Da können wir dann gemeinsam herausfinden, was eine Zootierärztin eigentlich so macht und wie sich das von dem normalen Haustierarzt, den man so kennt, unterscheidet. Hier schon mal ein kleiner Sneak Peek. Zootierärztin wird man, glaube ich, jeder, wahrscheinlich, man mag gerne Tiere so ein bisschen am Anfang, findet Medizin interessant und kommt auf Tiermedizin. Ich meine, ich komme hierhin als Anfängerin, man hat so im Studium gelernt, so die typischen Haustiere, Hund, Katze, Pferd, Wiederkäuer, Schwein, vielleicht noch so Reptilien, Vögel und das war es ja eigentlich und hier kommen ganz andere Tierarten mit rein. Das ganze Video gibt es dann nächste Woche Freitag. Was mich zum einjährigen Jubiläum von der Tierarzt ganz besonders freut, ist, dass wir zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos ganz knapp vor den 1000 Abonnenten stehen. Deshalb habe ich eine Bitte an euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann klickt doch auf den Abo-Button. Das hilft mir enorm, meine Reichweite zu vergrößern und immer neue Leute zu finden, die vielleicht auch tiermedizinische Themen interessieren. Wenn ihr schon Abonnent seid, dann erzählt doch auf der nächsten Gassi-Runde vielleicht einem Freund oder einer Freundin von der Tierarzt. Schickt den einfach per WhatsApp euer Lieblingsvideo, das würde mir wirklich sehr helfen. Neben dem Zootierärztinnen-Video stehen aber noch weitere Projekte an. Nächste Woche bin ich zum Beispiel bei dem ersten Drehtermin für das Projekt, das ich mit dem Bund angestellter Tierärzte zusammengestalte. Da begleiten wir ganz verschiedene Tierärzte jeweils einen Tag und nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen. Wie immer gilt, wenn ihr Themenvorschläge oder Fragen habt, dann folgt mir doch einfach auf Instagram. Da könnt ihr mir dann eine Nachricht schreiben und euer Thema vorschlagen. So, jetzt freue ich mich ehrlich gesagt, einfach weiterzumachen, weiter Videos zu produzieren, weiter mit euch in Kontakt zu stehen und das nächste Jahr wird bestimmt großartig. Vielleicht knacken wir ja bis nächstes Jahr die 10.000 Abonnenten. Mal schauen. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche, freue mich, euch nächsten Freitag wiederzusehen für das Video mit der Zootierärztin und bis dahin viel Spaß mit euren Vierbeinern.